Jetzt ist der Tag gekommen, wo ich wieder mal an einem Testspiel mitmachen darf. Mal schauen, wie es geht. Ich nutze das eigentlich als Standortbestimmung heute gegen Zürich auf der Linzer Heide. Das war die Motivation die letzten 14 Monate. Oder? Diesen Tag hat man immer ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Man hat nicht genau gewusst, was das Datum ist. Aber das Spiel hat man immer ein bisschen vor sich gehabt. Und für das hat man eigentlich, ja, die ganze Strapaze auf sich genommen. Und, ja, ich freue mich unglaublich, heute dabei zu sein und nehme alles, was kommt. Der 17. Februar 2022 ist ein wichtiger Tag für die Nummer 71 des HC Davos. Der Tag, an dem Claude Courdin Paschou ein nächstes Etappenziel auf seinem Weg zurück aufs Eis erreichen wird. Seit über 3 Jahren leidet der HCD-Verteidiger an den Folgen einer Gehirnerschütterung. Der folgeschwere Unfall geschah Mitte November 2018 im Heimspiel gegen Lausanne. Ja, ich weiß eigentlich noch haargenau. Es ist, noch der Arno, ist noch Trainer gsi dazumal und es ist kurz vor Schluss gsi und der Christoph Bertschi ist ums Goal herumgefahren und hat noch einen Abschluss wollen machen. Und ich habe das kurz vor Schluss habe ich unbedingt noch den Schuss blocken und bin auf die Knie ab und der Schuss ist mir dann genau ans Ohr. Im ersten Moment habe ich nicht viel dabei gedacht, habe einfach ein bisschen Ohrenschmerzen gehabt, mein Ohrenläppchen hat ausgesehen wie 5 Lieber. Das ist eigentlich fast ja, das, was man sich am meisten darum gekümmert hat. Und dann, am nächsten Morgen, als ich verwacht bin, habe ich gemerkt, irgendetwas ist nicht gut. Und ja, das war eine sehr ungewohnte Situation für mich, weil ich noch nie in meiner Profikarriere verletzt war. Und das hat es umso schwieriger gemacht, damit umzugehen und auch die richtigen Sachen zu machen, wo ja, das war nachher eine Zeit, die mir sehr schwer gefallen ist. Ja. Nach einer Woche habe ich gemerkt, hey, es wird nicht viel besser. Dann bin ich auf Zürich ins Concussion Center Abklärungen machen. Und dort hat man dann ziemlich geschwind gesehen, dass ich doch mit einigen Sachen zu kämpfen habe, dass mein vestibuläres System sehr beeinschränkt ist, dass mein Gleichgewicht beeinschränkt ist, dass ich extreme Kopfschmerzen habe, wo man gemerkt hat, hey, da ist etwas mehr als nur das Ohrläppchen, das nicht mehr ganz in Ordnung ist. Und dann hat man dann auch ziemlich geschwind probiert, einen Reha-Plan aufzubauen. Für Paschou beginnt eine Zeit, die von Ungewissheit geprägt ist. In der Saison 2019 macht der Verteidiger 22 Spiele, bevor im Dezember die Saison für ihn vorbei ist. Auch ein zweiter Comeback-Versuch scheitert im Jahr darauf nach 12 Spielen. Seit Dezember 2020 hat Claude Courdin Paschou kein Spiel mehr bestritten. Ich glaube, das war vor allem der Punkt letztes Jahr, oder, wo ich gemerkt habe, hey, jetzt geht es nicht mehr um den Hockeyspieler Claude, jetzt geht es wirklich um den Mensch. Oder jetzt muss ich schauen, dass es mir gut geht. Das ist Hockey hat nicht mehr Priorität Nummer 1. Ich muss schauen, dass ich wieder gesund bin, dass ich beschwerdenfrei bin und dass ich auch wieder glücklich bin. Wenn du jeden Tag Kopfweh hast, nicht gross dich betätigen kannst, dann bist du auch nicht mehr glücklich im Leben. Und das habe ich gemerkt, hey, jetzt muss etwas gehen, es muss sich etwas verändern, wo ich, ja, das war vor allem ein Prozess, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich wieder auf mich als Mensch konzentrieren. Und das Hockey hat eine zweite Priorität. Im vergangenen Herbst unternahm Paschou in seinem vorerst letzten Vertragsjahr beim HCD einen neuen Anlauf, die Beschwerden zu bekämpfen. Auf eigene Initiative hin und nach einem Tipp von Sportcoach Michi Bond verbrachte der 27-Jährige 5 Wochen auf dem Rehab-Campus in Phoenix in den USA. Das Zentrum ist primär auf die National Football League spezialisiert. Innerhalb einer Vierergruppe arbeitete Paschou pro Woche 5 Tage lang mit dem kanadischen Kondi-Coach John Barlow. Ja, ich bin allein auf den Campus gekommen oder habe niemanden kennt und bin sofort sehr gut aufgenommen worden. Es war hochprofessionell mit Ernährungsberatern, mit Sportwissenschaftlern, Physios, alles in einem Zentrum. Und hatte das Glück, dass ich einen super Coach verwünscht habe, John Barlow, der
Erfahrungen hat mit absoluten Superstars, die Superstars trainiert hat, wo ich das Glück hatte, mit ihm zu trainieren, wo Erfahrungen hat mit Hirnerschütterungen, wo sehr gut auf mich eingehen konnte, wo wir sehr individuell auch trainieren konnten. Ich glaube, das war für mich der Schlüssel, dass ich auch heute jetzt wieder da bin. Ich glaube, es war wirklich der Schlüssel zum nächsten Schritt. Und ich bin unheimlich froh, dass ich das gemacht habe und auch ihn kennengelernt. Ja. Seit einigen Wochen kann Claude Baschu wieder mit dem HCD mittrainieren. Die Beschwerden der Gehirnerschütterung hat er mehrheitlich unter Kontrolle. Nun kann er die Olympiapause nutzen und sich bei einem Testspiel gleich selbst testen. Ich nehme mir vor, das zu geniessen. Vor allem hauptsächlich. Für das habe ich die letzten 14 Monate gearbeitet, um heute auf dem Eis zu stehen. Und ich will das wirklich geniessen, jeden Moment. Ich habe nicht grosse Erwartungen an den Match. Ich glaube, im Training habe ich gesehen, dass ich gut genug bin, dass ich fit bin, dass ich parat bin für den Match. Und ja, ich freue mich einfach extrem, um das Halsreliebli anzulegen und auf dem Eis zu sein. Ich glaube, das Feuer fürs Hockey ist nie verloren gegangen in all dieser Zeit. Ich glaube, sonst würde ich nicht nach 14 Monaten jetzt da stehen und sagen, ich spiele jetzt wieder ein Spiel. Oder sonst wäre ich irgendwo verloren gegangen. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich eigentlich jetzt sehr, sehr lange hergearbeitet habe. Und das war schon speziell, als ich in der Garderobe ein bisschen Zeit für mich hatte und das reflektieren konnte. Du hast ein bisschen schnell gewechselt, das ist ja sicher immer gut, wenn du mehr Möglichkeiten hast. Ja, cool. Ja, ich bin nicht vom Eis gekommen, es war noch Icing. Ja, wenn ich so weiterfahre, ist, weißt du, von den Einsätzen her ist ja gut. Ich war im Rhythmus und hatte das Gefühl, dass das Spiel an mir vorbeigeht. Ich konnte ein paar gute Einsätze machen. Und rein von dem ist es eigentlich sehr gut gegangen. Aber das war eine Priorität. Ich habe es nicht von dem abhängig gemacht. Es war wirklich wichtig, dass ich einfach wieder auf dem Eis sein und beschwerdefrei sein darf. Und das war eigentlich die Hauptsache. Leck, komm her, was ist da passiert? Hey! Hey! Fuck! Oh, okay. I wait one and then I'm coming. Ja, mit dem Valtteri haben wir das sehr gut absprechen können. Wir haben uns immer gegenseitig Zeichen gemacht, wenn ich vielleicht noch ein bisschen Pause gebraucht habe, bis der nächste Shift gekommen ist. Von dem her konnte ich das sehr gut einschätzen. Ich glaube, es war ein Prozess. Ich kenne meinen Körper, ich kenne meinen Kopf, ich weiss, was es mag leiden und was nicht. Und das wäre vor einem Jahr sicher noch anders gewesen. Darum, ich glaube, das, ja, kann ich stolz sein, dass wir das heute gut hergebracht haben. Ja, der weitere Fahrplan ist noch ungewiss. Ich glaube, der Fahrplan war bis zu dem heutigen Tag heute. Und jetzt gilt es, das zu analysieren. Wenn ich mich gefühlt habe, morgen haben wir frei. Ich glaube, das ist sicher gut, um mich gut zu erholen, gut zu schlafen. Und dann schauen, wenn ich morgen verwache, was ich, ja, wie es mir geht, ob ich Symptome habe, ob ich keine Symptome habe. Das sind alles so Sachen, die sich jetzt die nächsten Tage werden zeigen. Aber grundsätzlich bin ich optimistisch und zufrieden, wie es heute gegangen ist. Und ja, ich bin einfach stolz, dass ich das geschafft habe und heute dürfen vermissen.